Die Straßen sind von verlassenen Autos blockiert, auf denen Schnee liegt. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir zu Fuß gehen. Auch wenn wir uns nicht zu lange draußen aufhalten dürfen, denn jede Minute davon würden wir besser mit der Suche nach dem Medikament im Institut verbringen. Trotzdem müssen wir zuerst in die Metro. Das ist mal ein Einsturz. Und damit moin moin und herzlich willkommen zurück. Oh, bei Metro Exodus. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier reinkommen. Wieder zurück in den Tunnel der Metro. Ich helfe ihn zu öffnen. Ja, los. Lass uns das machen. Wieder ein bisschen so wie am Anfang. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Bin dabei. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Und ich habe einfach für kaum eine meiner Waffen nicht sehr Munition. Durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier nicht. Hier unten ist es etwas sicherer. Und hier ein bisschen was. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Ja, los. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Ja. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, so. Sollen sie es doch versuchen. Seh dich mal um, Archon. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Das ist alles ein bisschen... Archon, festhalten! Junge, was bist du denn für ein Nasenbär? Nimm das! Alles in Ordnung? Gut. Alles bestens. Na los, komm schon! Wäre allerdings ein bisschen noch geiler. Wenn man vernünftig Munition hätte. Wow, da kommt wer! Bereit machen! Oh Mann. Und irgendwie treffe ich hier gar nichts mit meiner Knarre. Was ist denn? Oh oh, Luftdruck nachfüllen. Oh, ich hätte so gern jetzt einfach eine richtige Waffe. Ich habe auch gleich für diese Waffe schon keine Munition mehr. Ganz vorsichtig. Hier geht's wohl weiter. Ich muss aber looten. Ich muss unbedingt looten. Alles, was ich finde. Oh Mann, 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 Mann. Mich nervt das so mit dieser Munition. Das ist unfassbar. Also ich habe jetzt noch 28 Schuss, dann bin ich einfach leer. Dann bin ich leer geschossen, dann war's das. So viel Staub. Seit langem verlassen. Sieh dich hier um, Arthur. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches.
Michael, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal, unsere Felder sind kompletter Müll. Da. Und an der Sibylskaja wurden sie die Nerven erneuert. Können meine Kinder in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das geht nicht, Nikitic. Das geht hier. Das bringt mir alles gar nichts, was ich hier finde. Also Chemikalien doch, ja, okay, die bringen ein bisschen was zum Waffenputzen. Aber es bringt mir nichts, meine Waffen zu putzen, wenn ich nicht mal Munition habe. Die Brücke ist hinüber. Oh Mann, ey. Da hab ich auch missgebaut, ey. Nur weil ich diesen einen Part verkackt habe mit dem Sound. Ich kann tatsächlich hier gehen. Ich habe Blutegel am Arm. Shit. Nee, ich will zuerst da lang gehen. Weil er geht hier lang. Okay, jetzt bin ich hier unten. Aber da liegt eine Kiste. Und schon hat sich der Weg gelohnt. Ja, ein bisschen Munition. Immerhin etwas. Ach, Mann. So hat man natürlich jetzt die Arschkarte, ne? So dunkel ist es hier gar nicht. Wo kommt das ganze Licht her? Ich versuche mal nicht unbedingt unter diesen komischen Schleimdingern da unter durchzulaufen. Hier könnten wir rausgehen. Warum nicht hier? Weil wir da eh rumkommen werden. Und hier sind die Einheimischen. Nee. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Wie die einfach gestorben sind, während sie noch ihre Arme dadurch gesteckt haben. Die sind nicht mal umgefallen. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Und pass auf! Oh, das ist aber gut, da will ich mal drauf. Sie sind alle hingerichtet. Was ist denn ein blauer Pilz? Sieht überhaupt nicht nach Krieg aus. Artyom, alles in Ordnung? Glück gehabt, wie immer. Das ist nicht unsere Metro. Was passiert? Ich bin da doch gar nicht reingefallen. Brichst du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Aurora zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Auf geht's. Ja, okay, chill. Pass auf, wohin du gehst. Ja, ich bin mit Absicht da runtergegangen, weil ich die Pilze brauchte, Mensch. Junge. Ich will nicht so, als wenn ich ein Idiot bin. Ich brauche halt viel Loot. Ich musste durchrushen. Okay. Auch nur so einzelne Pilze bringen mich gerade sehr weit voran. Die Pilze waren lange Zeit für mich quasi egal, jetzt sind sie doch von Bedeutung. Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel.
Ja, ist gut. Ich habe ja auch keine Taschenlampe, also daher. Brauche Loot. Wo kommt denn der Dude eigentlich wieder mit? Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Unsere alte Freundin, die Duschka. Eine ausgewachsene. Geht der jetzt einfach weiter oder? Oder muss ich jetzt immer wieder zurück, um ihn mitzunehmen? Alter Schwede. Hier ist noch ein bisschen mehr gestorben. Würde ich einfach mal sagen. Doch überall immer diese Viecher dazwischen. Diese Nasenbären. Noch ein Kampf. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Habe ich gerade. Das ist ein echt dröhnender Sound gerade auf den Ohren. Was war das? Schon wieder. Oh, was zum Teufel? Zum Teufel! Feuer! Ich hab keine Muni mehr gleich, Mann. Hinter dir! Ach, hier! Die letzten Kugeln müssen wir Marie austeilen jetzt. Und ich treffe gar nichts und ich habe keine Munition mehr. Oh. Das ist nicht gut. Das war knapp. Das ist so ganz und gar nicht gut. Na los. Ich hab noch 6 Kugeln einfach. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Kugeln erheben sich. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Das reicht. Auf geht's. Ich finde hier auch kein Material oder so. Wenn ich das richtig sehe, ist das die Hieß es nicht, es ist hier so verseucht und hier wird wohl nichts gelootet sein und so, auch wegen dem Krankenhaus. Hier ist alles gelootet, verdammte Scheiße. Alter Junge, ich bin schon längst hier oben, hör auf den Raum abzuscannen. So viel Staub! Seit langem verlassen. Und einfach alles leer gelootet. Ja. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Das ist alles nützlich. Das ist alles viel nützlicher, als du denkst. 18 Schuss. 0 Schuss, 0 Schuss.
Also gut. Wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Verdammtes Stück Stahl! Hey, hast du das gehört? Boah. Scheiße, warte! Na los, mach schon! Viel Glück! Ich hab keine Muni! Alter, der will mich umbringen. Ich bin nicht so schnell. Gibt's hier was zu looten? Tut mir leid, aber Loot ist trotzdem wichtig. Come on. Och, warum ist denn der so schnell? Wie bist du denn jetzt so schnell hierher gekommen? Hä? Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Das ist sein Rucksack. Hey, wir wissen, dass du hier bist. Er macht mir die Tür nicht auf, solange wir den Jungen nicht gefunden haben. Das ist nett. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Natürlich, deswegen sind wir auch bewaffnet und rennen dem kleinen Jungen hinterher. Okay. Bei mir ist er hier aber auch nicht. Er ist doch hier reingelaufen, oder nicht? Ist denn so ein Rohr reingekrabbelt? Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Alter. Du brauchst keine Angst zu haben. Hä, wo soll denn der sein, Mensch? Aha. Schnapp ihn dir, Archon. Halt! Wo willst du denn hin? Endlich! Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat. Identifiziere dich. Gefreiter Kirill Klepnikov, schnelle Eingreiftruppe, Osko. Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Klepnikov. Sie können mich jetzt also auch gut, umbringen. Gefreiter. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Oskom. Sind Sie nicht von denen? Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Was wollen Sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Entlang. Die Station ist in der Nähe. Gibt's hier jetzt Loot?
Welche Station ist das? Welche? Natürlich der Prospekt. Aha, okay. Der Flyer von Penny. Moment. Alles klar. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug? Was ist das? Die kriege ich nicht. Von welcher Station kommen Sie? Archon kommt von der Ausstellung und ich von der Bundes. Wo ist das denn? In Moskau, Soldat. Halt! Nein! Inosalis! Helfen Sie mir! Bitte! Ganz schlechter Moment, ich kann nur draufhauen. Das gefällt! Na los, kommt schon! Warte, ich muss mal was gucken. Konnte ich nicht auch was werfen? Welche Taste war das? Waffen? Sekundärwaffe werfen mit C. Ganz weirde Taste. Verbrenne sie! Nimm Granaten! Gib alles! Wir schaffen es! Oh. Ich mach die trotzdem alle glatt, auch ohne einmal zu schießen. Gefällt euch das, hä? Ja, Mann, beste Leben. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich habe keinen Schuss verballert. Sieh nur, wie sie laufen. Wie in den alten Zeiten. Die laufen nicht, die verbrennen. Wo ist der Junge? Kletnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Ist er gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Wir hätten ihn nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich bin hier. Er lebt noch. Ha, waren doch nur ein paar Mutanten. Sind Sie wirklich aus Moskau? Ich bin Oberst Miller, Anführer einer Spezialeinheit. Und Artyom hier ist einer meiner Untergebenen. Wir sind mit einem Zug aus Moskau gekommen. Wow, das ist cool. Warten Sie einen Moment. Ich öffne das Tor. Wow, das ist cool. Und ich bin der eure ganzen Dosen von hat er geklaut hier. Ich dachte, sie wären Aufständische. Wissen Sie, hier gab es einen Krieg. Das haben wir bemerkt. Das war so richtig dämlich. Ich habe versehentlich einfach geschossen, anstatt zu klettern. Naja, was soll's. Man kennt es. Gemütlich habt ihr es hier. Wo sind denn alle? Papa ist in einem Einsatz. Und sonst ist hier niemand. Zumindest nicht seit dem Krieg. Oh.
Also hat die Stadt einen Atomkrieg überstanden. Einen Bürgerkrieg hingegen nicht. Wie lange seid ihr zwei schon alleine? Ah, Stahlkugeln. Fast ein Jahr. Wir hatten das Glück, eine ganze Kiste vom grünen Zeug zu haben. Moment mal. Eine Satellitenkarte. Das ist das Tal, wo Aljoscha und du euch verlaufen hattet. Wo hast du die hergefreit? Vor einiger Zeit hatten Stalker die vom Satellitenkontrollzentrum mitgebracht. Was ist das? Also in einem Einsatz? Wann kommt er zurück? Das ist sein Gewehr. Das weiß ich nicht. Wann ist er denn gegangen? Vor einem Monat. Und seit 3 Wochen ist der Verfunk nicht zu erreichen. Ich verstehe. Weißt du denn, wohin er gegangen ist? Was war sein Auftrag? Okay, jetzt ist auf jeden Fall die starke Waffe. Er ist zu diesem Satellitenkontrollzentrum gegangen. Wir das ist ein fettes Scharfschützengewehr. Deshalb wollte er die Einschlagkarte holen. Nee, da möchte ich aber mein T-Habe halten eigentlich. Alles klar. Gefreiter. Aber ich nehme ihm alle seine Aufsätze weg. Hahaha. Lass uns die Aurora kontaktieren, Archer. Ich werde die Karte besorgen und das sollten Sie wissen. Hört ihr mich, Aurora? Miller hier. Herr Oberst, ich höre Sie laut und deutlich. Wie konnte man da nochmal... Planen. Ich konnte doch jederzeit auch meinen Rucksack dahin packen, oder nicht? Da muss ich schon wieder nachholen. Das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Hier, Rucksack, I, klar, Inventory, aber halten. Wir haben Überlebende gefunden. Sie sagen, das Satellitenkontrollzentrum existiert noch. Ich hole dort die Karte, während erstmal ins Institut geht. Verstanden, Herr Oberst. Wie geht es, Anna? Sie schläft, beeilen Sie sich aber. Was ist das? Das erhöht jetzt so dermaßen den Schaden. Bitte kommen, Aurora. Ende. Habt ihr verstanden, Aurora? Ende. Okay, viel besser. Da habe ich jetzt aber gerade richtig Glück gehabt. Wieder nur Rauschen. Hier kann ich aber die Waffen auch nicht putzen. Wenn er einen sauberen Ort gefunden hat, dann ist das die Chance für Anna, für die Jungs, für uns alle. Die Chance, ein richtiges Leben zu führen. Ich werde die Karte besorgen. Huch. Wir treffen uns hier, sobald du zurück. Das Medikament besorgt hast. Warten Sie, nicht rein, Ex, können Sie nicht raus. Wir haben noch 3 übrig. Papa hat sie für unsere Flucht aus der Jetzt Stadt... Jetzt brauche ich nicht mehr aufladen, kann das Groß. Sein? Doch. Danke. Archon, mach dich dir bei Start klar. Hier, aber ich glaube, das soll jetzt viel stärker sein. Gefällt dir mein Schienengewehr? Behalte es. Wo du hingehst, könnte es nützlicher sein. Danke, habe ich eh schon. Ich habe das schnellst genommen, auseinandergebaut und... Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. So, hierfür bräuchte ich Chemikalien. Später haben wir keine Zeit dafür. Wo ist sie denn? Auch nicht gut. Sag mal, Kirill, wie ist es dazu gekommen, dass nur du und dein Vater überlebt haben? Das grüne Zeug, das Strahlenex war bald alle. Ohne es kann man nicht überleben. In den anderen Stationen gab es Aufstände. Das Komitee schickte Soldaten und ein Krieg brach aus. Kann ich einmal fucking Munition herstellen? Im Feuer. Wir waren nicht genug, um die Eingänge zu bewachen. Also kamen die Mutanten überall herein. Ach, tut mir leid. Ach, ist schon gut. Keine Sorge. Wo ist sie denn? Könnte ich nicht was von den Pfeilen einfach zerlegen? Wenn ich das richtig sehe, ist dieser Belüftungsschacht unser Ausgang zur Station. Die auch. Ja, der! Dann gehen Sie durch die Station und nehmen den rechten Tunnel. Und hier die Scharfschützenmunition. Nehmen Sie einen Schluck, wenn Sie sich krank fühlen. Vielen Dank. Und dann kann so ich... So konnten Sie also überleben. Ein bisschen Munition herstellen. Aha. Okay, was sagt denn die Munitionsanzeige jetzt? Warum denn immer noch 0 dafür?
Ich sag nicht, ich brauche da doch andere Munition für. Das hätte wahrscheinlich, wo waren das jetzt hier? Es hätte diese sein müssen. Pistolenmunition, nicht Schrot. Ich wollte mir doch eine Schrotflinte mitnehmen. Stand da nicht Schrotflinte dran? Revolver. Es ist ein Revolver. Na top. Okay, dann habe ich jetzt also einen Revolver mit, anstatt eine Schrotflinte. Dementsprechend muss ich dann aber auch gucken, dass ich jetzt diese Munition nochmal zerlege. Also viel wie möglich. Ja gut. Egal. Haben wir zumindest nochmal 30 Schuss für Sturmgewehr. So. Ich glaube, ich bin ready. Bist du bereit? Viel Glück. Vergiss nicht, wofür wir das machen. Das Leben meiner Tochter, deiner Frau, liegt jetzt in deinen Händen. Und jetzt los. Ja, chill mal, ich will noch mal. Oh Mann. Hau ab. Gut, die haben mich also einfach im Stich gelassen. Ich würde sagen, wir gucken uns hier gleich weiter um. Im nächsten Part von Metro Exodus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.